A10 ankommen. A10. Einen schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen euch, liebe Freundinnen und Freunde der Jugendvesper von St. Ottilien, aus nah und aus fern. Schön, dass ihr aus der Ferne euch jetzt auch wieder zugeschaltet habt und wir in dieser Stunde ja wieder gemeinsam verbunden sind, um diesen Gottesdienst zu feiern, diese Jugendvesper. Beginnen wollen wir sie im Namen des dreifaltigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ankommen, so haben wir gerade gesungen. Und angekommen sind wir jetzt schon mitten in der Fastenzeit. Vor 14 Tagen war der Aschermittwoch, der Auftakttag in die Fastenzeit, und nach 2 Wochen sind wir jetzt mittendrin. Wir sind angekommen in der Fastenzeit und wir stehen auch schon kurz vor dem Ende der ersten Hälfte. Im Fußball heißt es ja immer die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit ist schon kurz vor ihrem Ende, aber die zweite Halbzeit liegt dann ja noch vor uns. Und diese Fastenzeit ist manchmal ein langer und es kann auch ein mühsamer Weg sein. Das ist manchmal mit den Vorsätzen, die wir uns genommen haben, was wir uns vorgenommen haben, dass es da auch manchmal recht mühsam und sperrig vorangehen kann. Dass wir da auf unserem Weg in der Fastenzeit, auf unserem Weg nach Ostern, auch manchmal an unsere engen Grenzen kommen. All unsere engen Grenzen, das, was jede und ein jeder von uns heute Abend mitgebracht hat, das wollen wir nun alles vor Gott tragen im nächsten Lied, M10, meine engen Grenzen. Musik.
Der Weg durch die Fastenzeit kann manchmal lang sein und uns auch an enge Grenzen führen, wie wir es gerade im Lied auch gesungen haben. Und da ist es gut, dass uns die Fastenzeit auch den ein oder anderen Lichtmoment schenkt. So ein Lichtmoment, wo wir das Ziel, den Ostersonntag, schon so ein klitzekleines Stückchen vor Augen haben. Und einer dieser Lichtblicke, das ist immer schon bereits am zweiten Fastensonntag. An diesem Sonntag wird uns schon der Blick oder wird unser Blick schon auf Ostern gelenkt, weil in jedem Jahr am zweiten Fastensonntag das Evangelium von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor im Gottesdienst vorgelesen wird. Und durch das Hören dieses Evangeliums, durch das Geschehen, wird uns schon so ein kleiner Vorgeschmack auf Ostern geschenkt, ein kleiner Vorgeschmack auf die Auferstehung, die wir dann auch nach 6 Wochen der Vorbereitung auch gut und mit hoffentlich auch mit Freude feiern können. Und dieser kleine Lichtblick der Verklärung Jesu, er soll uns am heutigen Abend durch diese Jugendvesper begleiten. Ja, dass auch wir verwandelt werden, dass auch wir mit zu neuen, zu strahlenden Menschen dann auch am Osterfest werden können. Gönnen wir uns jetzt einige Momente der Stille, nochmal so als Einstieg in diese Jugendvesper. Als nächstes Lied I13. I13 in der Stille angekommen. Yeah.
Hören wir nun das Evangelium von der Verklärung des Herrn, und der Bruder Markus wird es uns vortragen. Aus dem Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Wir singen das nächste Lied, M16, mit Jesus auf dem Weg. M16. Mit Jesus auf dem Weg.
Freundinnen und Freunde der Ottilianer Jugendvesper hier bei uns in der Klosterkirche, aber auch ihr, die ihr euch von zu Hause über den Livestream habt zugeschaltet, liebe Mitbrüder. Ein Satz meines früheren Heimatpfarrers kam mir bei der Vorbereitung der Jugendvesper und insbesondere bei meinen Gedanken für die Predigt in Erinnerung. Er und ich diskutierten vor einigen Jahren über den vierten Fastensonntag, über die Bedeutung des vierten Fastensonntages, den Sonntag der Vorfreude in der Fastenzeit. Mein Pfarrer sagte damals: Ich halte es nicht für sinnvoll, den vierten Fastensonntag als Sonntag der Vorfreude zu feiern. Der Sonntag der Vorfreude müsste eigentlich der zweite Fastensonntag sein. Auf meine Frage nach dem Warum antwortete er mir: Weil der zweite Fastensonntag vom Evangelium der Verklärung des Herrn geprägt ist und dieses Ereignis ist doch eine wunderbare Vorfreude auf das Osterfest. Das Evangelium, das wir am vergangenen Sonntag gehört haben, und der Bruder Markus hat es ja auch heute Abend noch einmal für uns vorgelesen. Ja, es lenkt unseren Blick bereits auf Ostern hin. Bei diesem Erlebnis, was die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg Tabor hatten, sie durften schon für einige Augenblicke den Auferstandenen sehen. Es ist ein ganz besonderer Lichtmoment in ihrem Leben gewesen. Drei Gedanken, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, auch für die kommenden Wochen der Vorbereitung. Er nahm sie beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Aufstieg und Ausstieg aus dem Gewohnten. Wer von euch schon mal eine Bergwanderung gemacht hat, der weiß, wie wohltuend es ist, wenn man den Aufstieg geschafft hat. Man hat sich aufgemacht, um für eine gewisse Zeit lang aus dem gewohnten Trott herauszukommen. Auf der Höhe des Berges, für manche sogar bis oben auf den Gipfel, ist man für eine gewisse Zeit in einer anderen Welt. Man hat Abstand vom Alltag. Ich möchte euch von einem Erlebnis erzählen, was ich zu Beginn meines Studiums hatte, als auch ich, ja, es ist nur für eine kurze Zeit gewesen, aber ein Lichtmoment, den ich auch, ja, bis heute nicht vergessen werde. Zu Beginn unseres Studiums im Priesterseminar damals sind wir als Einstieg in das Studium
für 14 Tage nach Assisi gefahren. Das war damals der sogenannte Vorkurs, wo man dann vor nochmal so geistliche Tage, die man dann als Neuling im Priesterseminar hatte und dann so auch so als Vorbereitung auf das Studium. Und wir waren also in diesem Vorkurs für 10 Tage in Assisi. Und mit zwei damaligen Kommilitonen haben wir am Abend vorher ja eigentlich eine verrückte Idee gehabt. Aber es ist gut gewesen, dass wir diese verrückte Idee auch in die Tat umgesetzt haben. Wir haben gesagt, wir stehen heute Nacht um 3 Uhr auf und wandern auf den Monte Subasio. Das ist der Hausberg von Assisi, weil wir dort oben den Sonnenaufgang erleben möchten. Gut, um 3 Uhr oder um kurz vor 3 gingen dann unsere Wecker. Wir haben uns in unsere Wanderkluft geschmissen, die Wanderschuhe geschnürt, haben uns mit Proviant eingedeckt und sind wirklich in absoluter Finsternis auf den Monte Subasio gestiegen. Wenn ich heute noch daran zurückdenke, wenn da irgendwas passiert wäre, es hätte uns niemand da oben gefunden, weil es wirklich auch in völliger Dunkelheit so ein auch recht nicht leichter und beschwerlicher Aufstieg gewesen ist. Aber zu dritt, wir haben zusammengehalten, haben uns gegenseitig unterstützt und wir haben es dann auch geschafft. Und dann waren wir so am frühen Morgen da oben und dann einfach nur wow. Der Sonnenaufgang und da oben einfach nur oben auf dem Berg sein, diese aufgehende Sonne genießen, dieses aufstrahlende Licht, ein Lichtmoment in unserem Leben. Und wir hatten wirklich auch für diesen Moment wirklich einen Abstand vom Alltag, vom Fokus, von den ganzen Einheiten, die wir dann am Tag noch gehabt haben. Und so muss es wohl auch den drei Jüngern auf dem Berg gegangen sein. Auch ihnen wurde eine besondere Zeit geschenkt, eine Zeit der Begegnung mit Gott. Eine erste Anregung für euch. Vielleicht bieten euch diese Wochen der Fastenzeit eine Chance, euch immer wieder Zeiten zu gönnen, um aus eurem gewohnten Tun herauszukommen. Nehmt euch eine Zeit, die nur euch gehört, in der ihr tun könnt, was euch gut tut. Das kann ein Spaziergang sein, das kann das Lesen eines guten Buches sein, aber auch eine Zeit der Stille, in der euch die Möglichkeit gegeben ist, ja, euch auch wieder Zeit für Gott zu nehmen, ihm Zeit zu schenken, ihm zu begegnen. Ein zweiter Punkt. Er wurde vor ihnen verwandelt, etwas in einem anderen Licht sehen. Sicherlich kennt jede und jeder von euch die Redewendung, etwas in einem anderen Licht sehen. Und genau dies geschieht im Ereignis auf dem Berg Tabor. Plötzlich erstrahlen die Gewänder Jesu leuchtend und schneeweiß. Die Jünger dürfen ihn sehen, wie sie ihn sonst noch nie gesehen haben, in einem ganz anderen Licht. Sie erkennen, dass er doch ganz anders ist, als sie ihn bisher wahrgenommen haben. In diesem besonderen Licht, in diesem leuchtenden Gewänder Jesu, dürfen sie ihn bereits für einen kleinen Moment als den Auferstandenen sehen. So wie es für meine damaligen Kommilitonen und mich so ein besonderer Moment war auf dem Monte Subasio. Wir haben gesagt, eigentlich lass uns doch hier oben bleiben, diesen Sonnenaufgang für immer festhalten, dass wir möglichst und möglichst spät runtergehen. Aber irgendwann war dann auch der Zeitpunkt des Abstiegs gekommen. Diese Begegnung mit Jesu ist für die drei Jünger ein ganz besonderer Moment gewesen, den sie möglichst lange erleben und auskosten möchten. Sie möchten einfach da oben bleiben, auf dem Berg Tabor, den Alltag vergessen. Mit seinem Vorschlag, drei Hütten zu bauen, fasst Petrus seine Sehnsucht, die Sehnsucht der Jünger, aber auch die Sehnsucht von uns Menschen in Worte, an einem Ort zu bleiben und sich und uns es einfach uns so dort einzurichten, ein Ort,
wo es uns einfach gut geht, wo wir uns verstanden wissen und wo wir uns angenommen wissen. Ganz einfach zusammengefasst, ein Ort, an dem wir uns pudelwohl fühlen. Tabor-Momente. Für die drei Jünger die Begegnung mit dem Herrn auf dem Berg Tabor, für meine Kommilitonen und mich dieser wunderbare Sonnenaufgang auf dem Berg in Assisi. Tabor-Momente. Habt auch ihr schon mal solche Tabor-Momente gehabt? Kennt ihr Erlebnisse, bei welchen ihr euch kein Ende herbeigewünscht habt? Die 40 Tage der Vorbereitung auf Ostern sind auch eine gute Gelegenheit, auf Spurensuche nach solchen Tabor-Momenten in eurem Leben zu gehen. Und noch ein dritter Punkt. Der Abstieg in den Alltag zurück, aber verwandelt. Auch für Petrus, Jakobus und Johannes ist diese besondere Zeit auf dem Berg Tabor irgendwann zu Ende. Der Abstieg vom Berg ins Tal, der Weg zurück in den Alltag, steht auch für sie an. Aber die drei gehen als andere Menschen vom Berg herunter, als sie ihn erklommen haben. Diese Erfahrung, die sie für einen kurzen Moment da oben gemacht haben, die kann ihnen niemand nehmen. Durch die besondere Begegnung mit dem Herrn sind sie jetzt schon verwandelt. Wir sind gemeinsam auf unserem Weg zum Osterfest hin. Eine weitere Anregung für die Wochen der Vorbereitung wäre, euch mal zu überlegen, ja, was soll denn in eurem Leben, was soll in deinem Leben verwandelt werden? Haltet es Gott hin, vielleicht mit den folgenden Worten: Guter Gott, du kennst mich besser, als ich mich manchmal selbst kenne. Du weißt um mich und um mein Leben, du weißt um all das, was mich bewegt. All das halte ich dir hin und bitte dich, dass es in der Begegnung mit dir in Freude, Zuversicht und vielleicht auch einen neuen Anfang gewandelt werde. Denn dann kann ich als ein neuer und verwandelter Mensch Ostern feiern. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitbrüder, das Evangelium von der Verklärung des Herrn gibt uns einen Vorausblick auf die Auferstehung, die wir in einigen Wochen feiern werden. Nutzen wir die noch vor uns liegende Zeit, nutzen wir auch die zweite Halbzeit, die noch nicht angebrochen ist, uns von ihm verwandeln zu lassen. Und da wir auch bereits am zweiten Fastensonntag in jedem Jahr einen österlichen Vorgeschmack erleben dürfen, ist auch dieser Sonntag durchaus ein Anlass zur Freude. Als nächstes Lied, H7, Herr, du bist mein Leben. Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg, du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt. Du rufst mich beim Namen, sprichst zu mir dein Gott. Ich gehe deinen Weg, solange du es.
Wir wollen nun Fürbitte halten, unsere Bitten, unseren Dank, all das, was uns auf dem Herzen liegt, nun vor Jesus bringen. Wir Mönche werden stellvertretend für euch alle einige Fürbitten laut aussprechen, aber natürlich jede und jeder von euch ist auch eingeladen, in der Stille das vor Gott zu bringen, was ihn bewegt. Jesus, auf dem Berg Tabor hast du den drei Jüngern einen Lichtmoment geschenkt, ein Tabor-Erlebnis. Ich bitte dich, öffne unsere Herzen, dass auch wir auf die Suche gehen nach unseren persönlichen Lichterlebnissen, nach unseren persönlichen Tabor-Momenten, dass wir durch diese Erinnerungen, durch diese Momente gestärkt werden für unser Leben. Die stark überlegen, unsere Kloster einzutreten. Und ich bitte für dieses Paar und auch für andere, dass die keine Angst haben, in St. Ottilien oder einen anderen Orden sogar einzutreten. Es ist manchmal wie auf dem Berg und manchmal wie bergab. Herr, gib uns alle Mut, diese Berufung zu machen. Heute ist auch der Weltgebetstag der Frauen und Männer. Da möchte ich beten für ein Ende des Geschlechterkampfes in der Kirche und für alle Menschen, die sich schwer tun, sich einem bestimmten Geschlecht zuzuordnen. Beten für alle Menschen, die jetzt gerade unter der Pandemie leiden, denen die Nerven langsam dünner werden,
aber auch, dass die Menschen das als Chance sehen, als geistige Chance, weil du bist auch in die Wüste gegangen, in die Einsamkeit, hast gefastet und gebetet und wir hätten es jetzt etwas leichter, es dir nachzutun, o Herr. So gib uns den Mut, dass wir gerade diese Zeit nutzen für unser geistliches Leben, um dich besser kennenzulernen, die Heilige Schrift, und um im Gebet mit dir vereint zu sein. Denn du stärkst uns in der Stille und durchs Gebet und bist bei uns und schenkst uns deine Kraft. Ich möchte bitten für unsere beiden Novizen, Bruder Emanuel und Bruder Lukas, die im Endspurt ihres Noviziats stehen und sich in der übernächsten Woche in Exerzitien auf ihre zeitliche Profess vorbereiten. Jesus, stärke die beiden in ihrem Entschluss, sich dann auch für 3 Jahre an unsere Gemeinschaft zu binden, und begleite sie weiterhin auf ihrem klösterlichen Weg hier bei uns in St. Ottilien. Alle Bitten, die ausgesprochenen, aber auch die vielen unausgesprochenen Bitten, fassen wir im Gebet zusammen im Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, auf dem Berg Tabor bei deiner Verklärung hast du den 3 Jüngern, aber auch uns, schon dich gezeigt für einen kleinen Moment als der Auferstandene. Du hast ihnen und uns Lichtmomente geschenkt. Wir bitten dich, begleite uns weiterhin auf unserem Weg zum Osterfest hin, dass wir dann auch in einigen Wochen gut vorbereitet dich dann als den Auferstandenen sehen dürfen und vom Licht des Lebens, das du selber bist, dann auch gestärkt werden für unser Leben. Amen. Amen. Als nächstes Lied, das Lied wird besonders den Pater Otto freuen, so ein englisches Lied dann doch auch, aber in dem Lied wird dann auch das Licht in besonderer Weise besungen, P2, Praise for the Light. Praise for the light that shines through the night, from darkness to light, from death to
Also es ist wirklich echt schade und traurig, dass wir dieses wunderbare Lied hier in so einem kleinen Kreis singen müssen. Aber ich garantiere euch, wenn ihr dann irgendwann auch wieder zu uns nach St. Ottilien kommen könnt, dann singen wir dieses Lied gemeinsam, dass die Kirchenmauern erzittern werden. Wir sind schon wieder am Ende unserer Jugendfestpa im März angelangt. Jetzt drehe ich mich mal ein bisschen um, da ich jetzt auch so ein paar Leute angucken muss, neben euch natürlich zu Hause. Es gilt, Dank zu sagen. Dank natürlich erstmal an den Bruder Laurentius und den Dieter. Herzlichen Dank wieder für euer technisches Know-how. Also ohne euren großartigen Einsatz würden die Jugendfestbahn hier auch nicht so gut vonstatten gehen. Herzlichen Dank für euren Dienst. Einen Dank auch wieder an die Musik, dem Bruder Matthäus, der mit mir den Gesang übernommen hat, Pater Otto an der Violine und auch im Gesang, Bruder Markus wieder am Bass, Pater Regino auch wieder im Gesang und am E-Piano. Aber ihr habt gesehen, wir haben ein neues Gesicht in unserer Musikgruppe. Und diejenigen von euch, die auf Facebook und Instagram unterwegs sind, werden es in den letzten Tagen schon gesehen haben. Es ist der neue Kongregationssekretär, der Pater Pedro, der am Montag, am 1. März, das Amt des Kongregationssekretärs übernommen hat als Nachfolger vom Pater Winfried, den ja wahrscheinlich auch viele von euch in den letzten 3 Jahren auch kennengelernt haben. Dear Father Pedro, I am very welcome to St. Ottilien and God bless you for your service as the secretary of our congregation in the congregation house. And we will hope that you will play the guitar regularly during the next Jugendfestpass. Also, welcome to St. Ottilien and welcome to our music group. Dann noch eine Ankündigung. Im April fällt die Jugendfestbar ein weiteres Mal aus. Der erste Freitag im April fällt auf den Karfreitag und da halten wir keine Jugendfestbar. Aber ihr seid herzlich eingeladen zur nächsten Jugendfestbar dann am Freitag, dem 7. Mai um 19.30 Uhr. Matthäus, weißt du, wer sie hat im Mai? Also ich habe... Schwester Carolina von St. Alban, dann auch herzliche Einladung, dann auch am 7. Mai wieder gemeinsam zu singen, zu beten und zu feiern. Dann bitten wir Gott jetzt noch um seinen Segen. Und so segne uns an diesem Abend in der kommenden Zeit und an allen Tagen unseres Lebens, der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und als letztes Lied noch das Lied W8 wäre Gesangs.
euch allen einen schönen und noch einen guten Abend, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.